So, schönen guten Tag, willkommen zurück zu F1 All-Stars. Nee, Nee, Race-Stars. Racers. Race-Stars, nicht All-Stars, Race-Stars. Und Wir so. fahren jetzt Trophäenjäger, Triple Deutschland, Japan, dann Brasilien. Irgendwas Neues, keine Ahnung, was das ist. Ja. Schön, dass uns das, glaube ich, jetzt auch nicht erklärt wird. Das ist, darum, sammel Punkte. Trophäen Du und verlierst Punkte. Trophäen, wenn du beschädigt wirst, benötige. Oh Gott. Was weiß ich, hab ich nicht gehört. Man muss Trophäen sammeln, um Punkte zu bekommen, aber wenn man beschädigt wird, dann verliert man auch Punkte. Man muss 8000 Punkte sammeln, um zu gewinnen. Also das hat, glaube ich, nichts mehr mit der Position zu tun. Ja, wow. Okay. Vielleicht bekommt man jetzt für Überholen Punkte oder so. Ah, da waren noch Trophäen auf der Strecke. Da waren noch so Trophäen. Oh. Leckt mir auf den Mist. Ja, da habe ich verloren. Das wäre, glaube ich, auch nicht meins. Der erste ist, kann natürlich schön die Trophäen einsammeln. Muss in die Box, hat nämlich eine gute Idee. Ah, Maurice überfährt mich mal wieder wie sonst was. Hier ist ja egal, welche Position man ist, das finde ich schon mal ziemlich gut. Ja. Ja, dann werden die ja weggeschnappt, die Pokale, ne? Ja, die spawnen ja wieder da. Glaubst du? Wenn ich jetzt voll Gas gebe, müssen da oben auch welche sein, oder? Ja. Oha, da sind viele. Ich bin momentan Zweiter, jetzt wieder Ich bin Sechster Erster. gerade. Alter! Es ist weit da oben, geht voll ab, aber natürlich. Wenn es um Gold und Geld geht, sind die bei alle am besten. So. Jo! Ich habe hier in die Box, ich will die ganze Zeit Mach ich heilen, auch ich habe mal. auch wieder zu verlieren. Sind hier auch, Ja. Dann Welche? hier sind keine sind in den Boxen. Okay. Na, ich will einfach heil bleiben. Heil bleiben. Ah ja, man verliert ja wieder Dinger, wenn man beschädigt wird. Ja, Das deswegen ist fahre ich natürlich kacke. eigentlich fast jedes Mal in die Box, wenn ich auch noch ein bisschen beschädigt bin. Komm, Rief, wir sind mal zusammen, wir chillen mal zusammen hier. Weil mit Marco geht das nämlich nicht mehr, mit dir anscheinend auch nicht. Ich mich wohl in dir getäuscht, ne? Alter, verpiss das doch Nee, einfach nur. Spaß, Späßchen. Also, wie lange soll man denn hier fahren, ey, bis man da Ja, 8000. der eine Typ da hat ja schon Wir sind viel. halt schon die Hälfte. Also über die Hälfte. Nee, zwei. Ach nee. Ich hab das gerade. Okay. So. Safety Call. Ich bin wahrscheinlich gerade erster von allen. Wie? Erster von allen. Ich bin gerade erster halt. Du bist vierter. Nee, aber ich meine Ach von so. Position und so Vorne. her. Bin ich gerade erster. Das heißt, ich kann die ganzen Trophäen Wow, einfach. ich habe mich gerade selber abgeschossen mit so einem gelben. Ich habe mich fast nochmal selber abgeschossen. Da bist nicht doch Maurice. Maurice rammt einfach immer sinnlos. Das gibt mir so viel Nüsse, ne? Ah, Junge, hier. Oh, Junge. Wer war das denn jetzt? Jetzt werden die Boxen Oha, nicht da waren wieder fahren. viele. Na, ich hab auch. Das wird nicht mein Turnier. Nein! Warum krieg ich so eine scheiß Wolke? Ich bin als Erster übrigens. Ja, wenn man Erster vorne ist, dann kann man die natürlich alle sammeln. Aber das ist gerade wieder verloren. Ist das Ihr Wägelchen? Dann ein bisschen Wölkchen. Da hätte ich gern Töstchen. Wieso ging das her? Das ist bei Switch. Das ist das Geilste. Alter, wie viele mich jetzt gerade überholt haben. Oh ja. Meine. Das ist der erste, das wäre sehr schön. Ja, mach mich dann noch mehr kaputt, Scheiß Hurensohn, ne? Bin ich erster, ich bin noch welcher von mir. Also deiner hat 6-2. Ja, das bin ich. Ja? Ja. Nein, jetzt habe ich nur 5-6. Oh, ja, und noch ein Bus hinterher, Bus bauen. Nicht schlecht. Aha, Dankeschön, Dankeschön. Ach, auf Marco, der Nigger wieder, weißt du, was ich meine?
Der Edelste. Ja! Dankeschön, Dankeschön. Okay, sind die alle. Oh, in dem Sinne. Da vorne sind sie. Ja. Ja, ich bin der Erste. Wow. Da muss ich jetzt gerade über den Rasen fahren. Okay, es war unendlich schon die Boxfahrer. Ich muss aber in die Box. Ich hab's so verpasst. Was kommt der dann über. Nein! Ich ja! Bin... Oh. Wow. Wieder... Ja. Alter, der hat's gleich. Noch drei, dann hat er's. Ja. Ja. Ich war, glaube ich, noch Vierter oder sowas, wenn ich überhaupt. Oh, ich bin Dritter. Ich bin Zweiter. Ich war ja, Sechster war ich. Mich war Zweiter, weil ich noch vor mir. Vitali Petro. Nee, Vierter. Also das wird echt nicht mein Turnier. Das wird scheiße. Also das finde ich besser als das Tanken. Mm-mm. Nicht? Doch. Ich schon. Ja, ich finde es besser als das. Scheiße, wenn du einmal Letzter bist, dann komme ich nicht mehr nach vorne. Dann hab ich sowieso schon verkackt. Ja. Hm. Kann man jetzt aber auch nicht nach Japan. Ich will keine Reis, Mann. Oh. Hm. Übrigens haben wir Reismilch in so einer Packung gefunden. Keine Ahnung, was das soll. Reismilch. Nee, ist das ein Reisdrink, das war keine Reismilch. Ja, irgendwie so ein Reisdrink in so einer Packung. In so einer Milchpackung halt eben, ne? Keine Ahnung, was die da tun, die. Nee, Start, also selbst wenn ich schnell starte, verkacke ich den, weil ich immer gegen andere Autos fahre am Start, leider. Ich hätte hier only here for oh mein Gott. Birthday. Ja, ich hätte dich da schon gerne runtergestoßen. Ich habe das Gefühl, es hat gerade verkacke ich übel. Ich habe doch keine einzige Trophäe, doch eine habe ich. Ich habe zwei. Aber ich muss einfach erstmal nach vorne kommen und dann sammle ich auch welche ein. Oh, jetzt habe ich meine einzige Trophäe verloren. Das ist super. Ja, Safety Car. Nervt die Car. Nervt einfach nicht. Alter, können die sich mal da verpissen, die da vor mir, ne? Das ist ganz übertrieben viele. Und ich muss halt die Box. Oh, Junge, verpisst euch doch ja. Mal. Ich muss in die Box. Einfach alle in die Box. Okay, das Rennen wird es nicht meins werden, das quasi jetzt schon. Weil ich die grad, Strecke so scheiße. Ja, ich nämlich auch und ich hab grad. Ah. Oh, da waren voll viele. Scheiß, diese Wolke, ne? Echt, der könnte sich. Die fuckt ab, ne? In der ich fast jedes Mal, wenn ich Erster bin. Also ich hab jedes Mal, wenn ich Erster bin, nicht fast jedes Mal. Wow, danke Auto. Diese Autos fucken auch gar nicht ab. Nein. Wow. Also es geht aber auch alles drauf auf mich, ey. Oh, du Kackauto, Alter. Hey, Marco, du bist vor mir. Ich weiß. Nein, da geht's nicht lang. Okay, das war jetzt schlau von mir. Was hast du gemacht? Ich bin in dein Ding reingefahren. Aber so, obwohl es total offensichtlich vor mir lag, bin ich aus irgendeinem Grund trotzdem... Moritz, ramm mich doch nicht! Was bringt es dir denn? Ja, ich will einfach... Ja, dann fahr, dann bremst doch kurz ab und fahr hinter mich in diese Richtung. Bremst du nur kurz ab? Warum soll ich denn abbremsen? Ja, warum soll ich denn abbremsen? Weil du da vorbei willst. Leute, Leute... Ja. Für alles eine Lösung. Ja, einfach ein bisschen Weed. Bleibt einfach stehen und dann nehme ich die ganze Scheiße. Fies. Nein! Oh, ganz ehrlich, diese fetten Kinder. Namens Sumo-Ringer. Namens Kim. Ja, ein Krüger. Wow, okay, danke. Walla, walla. Danke. Ich kenne gerade echt diese. Gebt mir doch nicht alle auf die Nüsse. Grüße an Tim, den Schwitzer. Tim, der Schwitzer. Hier ist Chef, der Schwitzer. Schwitzt der stark, oder was? Ey, der schwitzt nur, Alter. Also mach ich auch noch so was schwitzen. Nein! Nein, dann nicht auf Rasen. Ich bin doch gar nicht runtergefallen. Doch, klar bist du runtergefallen. Nein, ich war noch oben. Dann? Dann wärst du aber doch nicht runtergefallen. Ja, bin ich ja auch nicht.
Ich war noch oben. Beschwerst du dich dann? Ja, weil es als runtergefallen gezählt wurde. Ja, dann bist du ja runtergefallen. Wie soll es denn sonst passieren sein? Ich weiß nicht, was du da laberst, Maurice. Ich bin nicht runtergefallen. Ich war noch am Rand. Und dann... Ja, dann wärst du aber sehr wahrscheinlich runtergefallen, denke ich mal. Wer weiß. Das kann man natürlich jetzt so interpretieren, aber, ne? Aha, Maurice. Ja, guck mal in mein scheiß Loch. Ich muss in die Boxen hier. Ich weiß auch in die Box. Ich kann auch. Boah, Junge, könnt ihr euch mal verpischen, Alter? Ah, ich sollte in die Box fahren, ach. Große Johann, ey. Boah, das ist genau wie bei MB3 am Start, wenn alle so zur Flagge rennen. Ja. Ja, natürlich schnappt er mir jetzt alle Dinger wieder weg. Der vor mir. Scheiße. Nein. Sogar zwei? Was zwei? Rote. Ja, aber Gott sei Dank hat mich nur einer davon getroffen. Alter, wie viel hat mir denn bitte dieses rote gerade abgezogen? Bin ich noch dritter? Vielleicht habe ich den ersten. Führst du? Ja, das führe ich gerade. Also müssen wir 9000 sammeln. Wow. Hab ich da echt Bock drauf. Ich nicht. Oh, natürlich. Alter, da sind gerade übel viele rausgeflogen, ja, das bei dir. Mir, Alter. Ja. Na, oh, Junge, fährst du in so ein scheiß Auto gefahren? Ich habe das Gefühl, also wenn jetzt... also wenn du ganz bist und du hast Trophäen und wirst dann halt eben gefickt, ne? Verlierst du ein paar, aber so kaputter du gehst, desto mehr verlierst du. Oder so mehr so hast du, mehr verlierst du. So mehr du hast. So mehr du hast, desto mehr verlierst du. Ja, so viel mehr Trophäen du hast, desto mehr Trophäen verlierst du. Das war jetzt daran so. Ja, das hat sich nur komisch angehört. In dem Sinne, ja. In dem Sinne. In dem Sinne, Alter. Muchos. Euer Beat, Smeet. Ja. Komme ich auch in dem Moment gerade an, ne? Nein. Alter! Die Dicken! Ja! Wow! Also, ja! Pff. Alter, wie viel habe ich denn bitte jetzt verloren? Jetzt habe ich nur drei... Ich habe nur noch 3000, davor hatte ich 4000 irgendwas. Das ist natürlich, nett. Warum trifft das rote mich? Aber auch gerade war es viel geil, wenn das rote einfach den vor den getroffen hat. Das heißt, wenn es mich anwiese, nicht vor ein, trifft es den, der hinter mir ist. War früher viel geiler bei Mario Kart. Mario Kart kann man doch nicht schlagen. Mario Kart ist der Beste. Schon wieder! Nee! Nein! Oh ja! Übel reingeschissen bei dir, Mann. Ich muss in die Box, und zwar sofort. Ich verliere gerade so viele. Ich hatte eben 8000, jetzt habe ich noch 6500. Alter! Ja, ich hatte eben auch 4000 irgendwas, dann hat Streifen. Das ist auch der Vorteil, dass man dann hinten ist, weil dann kannst du die ganzen verlorenen einsammeln. Du bist ja der erste Moritz, ich war kackt. Ja, der erste war echt ein bisschen verkackt, weil es gehen nicht alle auf den. So. Aber natürlich. Kann ich natürlich versuchen. Da ist man die Box natürlich wieder fahren. Boah, Junge. Ganz ehrlich, oder? Und wieso verliert dieser eine Typ da anscheinend nichts? Ich meine, der hat 7000. Safety Car. Muss er mal was verlieren. Ja, ich fahre natürlich die ganze Zeit vorbei, ich dummes Kind. Hier? Nein. Hä? Da sind viele. Ja. Da sind viele. Ich bekomme zwei, ja. Jetzt habe ich gerade mal so viel, wie ich eben hatten. Hatten? Wie heißt das? Laber ich da? Ende? Wow. Was ja, du gewonnen? Ich bin euch Zweiter geworden, nee. Zweiter, ja. Vierter. Rüpel warst du, Maurice. Du warst ein Rüpel. Na cool, ich bin Dritter. Ich bin Vierter? Nee, ich wollte schon sagen. Hä? Lol? Ja, hab ich schön gemacht. Kannst du so hinmachen. Du bist schon so ein Lolz. Hauptmenü irgendwie. Null. Na los, frei. Einsteigen. So, letztes Rennen. Ist mir egal, ob du da was drauf hast. 10.000. Sag mir viel. 10.000.
jetzt. Oh, oh Junge, ganz ehrlich. Habe ich echt keinen Bock drauf. Ich will auch nicht, dass die Mama kommt. Ich hoffe, das war das erste Mal und das letzte Mal. Das wird nochmal kommen, glaub mir. Brasilien ist aber eine neue Strecke, meine ich, ne? Ja. Nee. Nee, ja, doch, die hatten wir schon mal. Fahren wir schon eine kleine Stadt, glaube ich. Also, die Strecke kenne ich. Hey, waren da gerade auch, waren da eben auch diese Brücken? Da waren gerade so Brücken. Ja. Start voll verkackt. Ja, ich auch, aber übel reingeschissen. Ich habe ihn gut gemacht. Doch, die Map kenne ich. Ja, ja, wir hatten die gestern schon gefahren. Wow. Ich habe bisher 0. Ich auch. Ich habe 200. Eine. Da, zack, 300. Ich darf so einen Player machen. Aha. Nein, das kann nicht sein, du bist so ein verdammter Hurensohn. Und Julians Block, der Hurenschmuck. Nee. Boah, viele. Nein, du kleines. Oh, Junge. Dreckiges Miststück. Ja. Ah, doch, die Strecke. Genau. Wir haben die Box natürlich fahren. Oh, dann viele. Zack. Zack, her damit. Ich bin hier in der Taschenhieb. Alter. Safe. Oh. Nein, nein, bitte kein ja, rotes. Ja, fick ja. Dich doch einfach. Wow, du hast eins verloren. Ich hab's drei verloren. Drei? Hm? Eins habe ich schon dir aufgesagt. Oha, auf diesen grünen Dingern da sind viele. Meine Freundin ist Russin. Halbrussin oder? Russin. Ist sie in Russland geboren? Mhm. Kann die gut Deutsch? Mhm. Also ich kann perfekt Deutsch. So. Kann die gut Mathe? Ja, Benjamin auch. Kann die gut Mathe? Weil Daniel ist auch Russin. Die geht Gymnasium. Die kann alles gut. Keine Ahnung. Gert, das ist ein Zeugnisdurchschnitt von 1,5. Ja, ich auch. Das ist drauf. Nee, ich hab 2,6. Hat den besten aus der Klasse. Welchen hat's denn drin? Nochmal. 3,8. Das ist der beste aus der Klasse? Alter. Das ist Spaß. Ich dachte schon. Das wäre eine ziemlich schlechte Klasse. Unsere Klasse ist auch ziemlich schlecht. Ja. Chemietest hatte keiner eine 4, alle 5 und 6. Okay, Chemie ist auch scheiße. Ja, ich hasse Chemie alles. Chemie ist der letzte Dreck. Ich kann mir den Scheiß einfach nicht merken. Ich auch nicht. Diese, ja, das diese scheiß Formeln, ne? Ja, das genau. Ist absolut, absolut geht nicht klar. Dann sagt die, steht doch alles in der Mappe. Ja. Was sagt ihr? Steht doch alles in der Mappe. Dann sagt die, ja, ihr müsst das alles auswendig können. So eine riesige Tafel voller Formeln. Für einen Test. Das ist ein Test, steht davon 3 und wir konnten keine einzige. Weil wir so viel gelernt haben, dass wir die anderen dass wir alle vergessen haben. Natrium wusste ich noch irgendwie. Ich habe trotzdem eine 3. Ja, ich habe nur eine 4 bekommen. Wegen der Heft. Ja, ich konnte meine Hefte nicht abgeben, weil ich das vergessen habe an dem Tag, dass wir klettern gegangen sind. Dann konnte ich meine Hefte nicht mehr abgeben. Deswegen habe ich schon, wenn ich hätte uns jetzt auch eine 3 bekommen, glaube ich. Ich glaube, die Chemietests werden nicht so krass bewertet. Sie fließen jetzt nicht so krass in die Note ein. Ich glaube, da ist Mappe wichtiger. Scheiße. Also, das war auch bei mir letztes Jahr, ne? Erdkunde hätte ich halt eben die schlechtere Note bekommen, weil ich keine Mappe abgegeben hatte. Mhm. Und dann, also, weil ich die an dem Tag vergessen hatte. Meinte die so, ja, aber du kannst sie, dann mach die Mappe noch fertig, dann kannst du sie morgen abgeben. Ich muss sie zwar mit ein paar Noten schlechter bewerten, aber du kannst sie dann abgeben, ne? Mhm. Und ich hatte da gar keine Mappe, ne? Also ich musste alles neu machen, das hat knapp 4 Stunden gedauert. Also ich hatte ein paar Blätter hatte ich noch, aber die anderen musste ich noch neu machen. Das hat so 4-5 Stunden gedauert. Und dann war ich fertig, ne? Boah, Junge, ich war so froh, hab mir so gedacht, ja, jetzt krieg ich noch die bessere Note. Bringst das so am nächsten Tag in die Schule mit, meinte die so, ja Marco, du kannst es doch sicherlich verstehen, dass ich das jetzt nicht so annehmen kann, weil das zählt da, das wäre ja unfair gegen den anderen gegenüber, Junge, ich hätte so in ja, was hast du mit den anderen zu tun? Es hat ja, weil ich einen Tag schauen, Alter. Junge, ich hätte so ausrasten können, ne? Es geht ja um deine Leistungen, nicht um die von den anderen. Ja, die ist behindert. Die ist alle Lehrer alt wie sonst was hat. Die hat Hängetitten wie ein Beste ist unsere, also ist das unsere Lehrerin, die ist auf unserer Schule die Lehrerin. Wir hatten die in Vertretung, musst du so ein Blatt bearbeiten. Ah, ja. Meinst Bösch? Ja, ja. Alter, voll. Die anderen hat das so gemacht. Also Maurice hat es gemacht, er hat es fertig, ich hatte fast gar nicht. Wir hatten so einen Wochenplan, ne? Weil ja. Unsere Klassenlehrer nicht da war. Dann so, ja, mach das und das, Deutsch. Ja, und ich habe einfach gar nichts so. Gemacht. Ich habe überhaupt nichts, ich habe einfach nichts gemacht. So, Maurice hat alles fertig gemacht. Ne? Pass auf, die holt gerade so ein Klassenbuch. So, die kommt zurück und kontrolliert so alles zu Maurice. Ja, oh Maurice, was hast du geschafft? Ja, ich bin fertig. Guckst du nach? Ja, bist fertig. Maurice, ich schreibe jetzt erstmal eine 6 auf, aber du kannst es noch verbessern. Kommt sie zu mir. Markus, du hast du? Ja, ich hab dies gemacht, ich hab keine Lust.
Okay, mach mir einen Haken, mach mir eine 1 rein. Du hast auch erstmal. Nein, ich hab eine 1 bekommen, der hat später geändert. Später hast du ja mit dir geredet, da hast du dir klar gemacht, dass die jetzt ein bisschen schneller. Nein, ich hab gar nicht mit dir geredet. Die hat dann einfach. Ja, ich hab nämlich eine 1 bekommen, aber ich hab auch noch eine 1 bekommen anscheinend. Weil ich hab noch eine 1 auf jeden Fall gehabt am Anfang. Ja, boah, ja, was hat die dann später bei dir geändert? Ne? Was hat die dann später bei dir geändert? Keine Ahnung, die hat irgendwas gemacht auf jeden Fall. Was hast du in der Erdkunde? 3. Alter, diese Spiel. Ich hab keine Ahnung. Ich verliere so viele Trophäen, weil ich einfach, dann weißt du, wenn man mehr hat, dann verliert man auch mehr. Und das geht so auf die Eier, wie viel man dann verliert. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ich schreibe mal die Box, damit ich erstmal sicher bin. Ich bin mal Arsch, Alter. Bin ich erstmal schön sicher, ey. Boah. Nein! Habe das Leben verloren, ey. Ah. Wie vierter bin ich geworden? Ich bin nicht so gut, ich weiß, da bin ich schlecht. Dritter aber noch. Zweiter. Ich bin Dritter geworden, sehr schön. Meine beste Runde war die letzte Runde. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Wie man so schön sagt. Und insgesamt bin ich ziemlich weit unten. Also so. Ja, nee, Dritter. Ja. Achso. Ja, gut. Zweiter. Ja, das war's dann wieder für diese Episode. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und dass ihr auch ein letztes Mal wieder einschaltet. Tschüss. Hau euch lieb.